Ja, hallo, willkommen zurück zu The Kebab Chefs. Wir gehen heute wieder raus und nach dem letzten Chaos, viele Vorbereitungen, Orgie, mache ich das mal anders. Ich will jetzt wirklich alles mal zweimal kochen und einfach nur aufwärmen und reinstellen. Fertig, aus. Halt, nicht aufmachen. Warum hängt das Schild eigentlich jetzt so rum? Ne, das ist doch richtig, oder nicht? Weil mir war so gewesen, als hätte mir, als beim letzten Mal immer geschlossen gelesen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen konfus. Also gut. Was machen wir? Lammertschuhen machen wir nochmal. Der Himbeerkuchen müssen wir backen. Wow. Das mit den Hähnchenflügel frittieren? Nee, das. Ich wollte gerade sagen, der hat die Tür aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, da kommt der erste Kunde rein. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, was heißt kompliziert? Der Brezel machen wir auf jeden Fall. Da müssen wir bei Brezel nochmal nachbacken. Oder den lassen wir einfach auslaufen. Sucuk, das haben wir noch gar nicht. Das mache ich jetzt aber auch noch nicht. Leber haben wir auch. Noch einmal Auberginen-Kebab? Ja, können wir machen. Tomatensuppe noch. Hähnchenbrust haben wir auch. So, dann machen wir nur so viel, jetzt reicht mal. Und jetzt machen wir einfach ganz stur von oben runter. Eins machen wir andere weg. Tun wir gleich zweimal alles machen. Petersilie muss gekauft werden, das geht schon los. Aber ist mir egal, wenn ich jetzt noch anfange, Einkaufsliste vorher zu machen, dann komme ich ja ewig voran. Petersilie war hier, gell? Die rote. Weil das ist auch bald leer. Wir haben drei Dings mit. Die grüne waren hier, ja. Wie machen wir das am besten? Ich muss mal da reinstellen. Oh, da liegt auch noch eine Aubergine. Aubergine. Heiß. Oh. Gut, das kannst du mal auskippen. Die erste machen wir schon mal rein. Andere wird einfach nochmal warm gemacht. Ich will es einfach mal probieren, ob es geht. Ja, Brezel wäre auch fertig. Das sehe ich gerade, weil wir müssen wieder. Das ist alles noch viel zu teuer, da müssen wir auch mal was über. Ich habe ja noch einen Kredit, ja klar, ich habe einen Kredit gemacht. Wie dämlich. Oh. Die Lammertschuhen-Teig haben wir ja noch hier, glaube ich. Lavash. Das ist aber nicht Lamasch. Nee, das war wirklich die Lamasch. Das war für die andere Geschichte. Das war das. Ja, Lamasch schon. Achso, den brauchen wir jetzt zweimal. Oh, wieder.
Jawohl, habe ich mir doch gedacht. Halt, wie viel Hefe haben wir noch da? Das ist nicht immer. Zwei. Mach Platz. Darüber müssen wir. Das sind die Grumble Brats. Da haben wir noch. Milch. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt haben wir 10. Boah, 10 Päckchen Mehl. 10 Päckchen Mehl und 8 Hefe. Über 2000. Boah, das, wenn wir so Zeit angegangen sind, mein lieber Mann, dann können wir uns warm anziehen. So, Mehl. Hefe. Wollte ich gerade formen. Vielleicht sollte ich es erstmal umrühren. Mit Liebe gerührt. So. Das war das mit dem Chili, genau. Das ist natürlich schon wieder. Ja, klar ist das leer. Was dann sonst? Oh. Da. Rote Chili. Grüne Chili. Ja, genau. Spannend, ob immer noch 93% Zutate. Was auch immer ich da vergesse. Auf Teller betragen, Zitronenscheiben und Petersilienstück. Das mache ich jedes Mal, aber irgendwas ist immer falsch gewesen. Die Idee, dass ich das einmal alles durchgrille, ist halt alles ein bisschen stressig, ne? Und dann verbrennst und dann ist es doch nicht so gut. Ich probier's mal wieder mit der anderen Variante. Hier, der Backofen aufzulassen, ist auch nicht gerade vorteilhaft, ne? Aber, naja. Musst du vielleicht alles genau auf der Dings. Ich hab beim letzten Mal die Zitrone ein bisschen neben dran gelegt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ne? 91% Zutate. Fehlen Zutat? Was? Salz? Oh nein. Oh, das war jetzt. Oh. Wo habe ich Salz vergessen? Im Teig? War das im Teig? Ja, im Teig. Dann ist die nächste genauso. Aber ist mir jetzt egal.
jetzt müssen wir den Kuchen erst noch machen. Der dauert am längsten. Himbeerkuchen. Ja, geh doch mal weg jetzt, so. Mehlhefei. Mehlhefei. Oh nein. Das war ja Stück für Stück, stimmt. Drei Eier bitte. Da kommt jetzt kein Salz dabei, natürlich. Kuchenbrunnen, ja, ist noch. So. Rührschüssel natürlich wieder. Himbeeren 200 Gramm. Das haben wir, glaube ich, alles nicht mehr da jetzt, oder? Und das Milch. Zucker kann man schon mal da hinstellen. Butter haben wir auch da, aber Himbeeren haben wir keine, gell? Himbeeren haben wir keine. Wo waren die Himbeeren da, glaube ich? Oder war das... Ne, das ist nicht frisch gewesen. Tomaten mal. Hühnerbrühe. Himbeeren. Ich bin mir sicher, wir haben die. Naja, ist egal. Boah, für 1040 ist es aber nicht so egal, sollte man eigentlich vorher wissen, aber gut. Jetzt ran an die Dinger, wir werden mal sehen, was hier aussieht. So, komm, mach doch mal, steht doch nicht immer da im Eingang rum, ey, das gibt's doch gar nicht. Nur im Eingang rum stehen die Jungs, ich glaube, das habe ich doch irgendwo. Sonnenblumenöl. Himbeeren, ich wusste doch. Butter. Das Kneten. Kneten. Habe ich nicht auch. Das habe ich schon noch da. Und da blickt man nicht mehr durch, ey. Guck mal, ich hätte nur einzelne Stücke machen müssen sogar. Was aber bescheuert ist. So schwer ist das. Oh Mann. Backofen übertragen. Ja, aber wie? Doch, geht doch. Ja, genau. Muss erst abkühlen noch. Na klar. Nicht heiß servieren. Wie sonst? Das habe auch ich verstanden. Der Leberspieß vorbereitet, schon mal Leber nehmen. Die sind auch mal leer, genau. Kreuzkümmel. 1, 2, 3.
bestimmt eine gute Idee. Der heiße Kuchen in die Kühlschrank zu stellen. Das kondensiert so drin. Oh je. So, genau. Schwanzfett schneiden noch. Spieß nehmen wir. Für 3 Sekunden backen. Das war backen, das war die Geschichte. Die rote war falsch. Legen wir mal da hinten hin. Zwiebel und eine Tomate muss gegrillt werden. Kann man schon mal vorbereiten. So, das wollte ich alles zweimal machen. Oh, das nervt. Aber ich muss es probieren. Wie soll ich es sonst rausfinden, ne? Jetzt muss ich schon mal Leber kaufen. Leber. Leberwurst. Nochmal leckere Leber. Der freut sich. Der verdient an mir so viel Geld. Während mir versuche, endlich Geld zu verdienen. Nicht knurre. Bald gibt's Essen. Ja, das hätte ich beide schon im Backofen haben können, ne? Ja, genau, das wär's noch. Ein bisschen Schmutz dran, aber das macht nichts. So. Die Zwiebel. Und noch eine grüne Paprika. Die haben wir im Moment, glaube ich, da drin, ja. Grüne Chili, besser gesagt, so. Das war, ja.
Hoffentlich kommt das jetzt gut an. Ja, sieht gut aus. So, nächste Gericht. Ist einfach mal ein Versuch wert, alles doppelt zu machen, ne? So. Außer die Auberginenkipper, außer die Leber natürlich, die Brezel. Wenn ich die jetzt auch noch vorbereite, kriege ich noch der Aff. So. Muss ich noch mal gucken. Schwanzpeter, Salzpfeffer, Chilipfeffer. Das ist es doch, ja. Ach, da liegt ja noch einer, ja gut. Seite grillen. Was kommt da noch dazu? Die grüne Chili. Das war eine rote. Noch zwei rote Chili, grüne Chilis. Würde ich mir wenn's mal einen Teller hole, die alt. Ein nimm's doch. Sieht schon wieder so schwarz aus alles, ey. Gefällt mir gar nicht. Sieht schon wieder echt verkohlt aus. Ah, Mann. Es ist nicht möglich, mehrere Dinge auf einmal. Naja. Oh. Aber die Hähnchenbrust müsste jetzt eigentlich einfacher gehen. Ah, ist schon wieder falsch. Na. Ach, Pommes kommen auch noch dazu. Naja, ist egal.
Oh, ist das ein Stress, ey, das gibt's nicht. Im Hintergrund haben wir eigentlich alles, ne, vorbereitet. Naja. Schauen wir mal, wie es läuft mit dem doppelten Vorbereiter. Na. Bitte eh eine Portion Pommes auf der... Oh Gott, nochmal. Kann man es da nicht... Ne, das funktioniert. Das kommt. Dann stellen wir als Ersatz dahin. Das Hack muss weg. Der Korb hier aus dem Füß. So. Aufgewärmtes gibt's hier. Bei uns gibt's Aufgewärmtes heute. So. Himbeerkuchen hab ich den noch nicht serviert. Achso, der kühlt schon noch. Okay, dann hol ich den noch schnell. So, dann können wir aufmachen jetzt. Natürlich wieder 100%, klar. Himbeerkuchen ist immer lecker. So. Jetzt drehte sie ein. Mal gucken, machen wir mal die Tür auf hier. Ob das daran sagt. Mal gucken, ob einer rausgeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber eins habe ich jetzt noch nicht probiert. Das mache ich auch irgendwann mal. Wirklich mehrere Lamachons und mehrere Pitte vorbereite. Und die einfach nur in die Seite lege. Muss halt nur backe nach Bedarf. Aber nicht erst noch alles herstellen, weil das dauert natürlich zu lang. Geht der raus? Der geht raus! Muss man die Tür aufmachen oder was? Ne, die Tür. Die gehen auch so raus, ne, wenn schön Wetter ist. Ja, sehr gut. Dann kann ich mal gucken, was sieht's, wie sieht's hier aus. Kann ich das eigentlich so sehen? Ne, kann ich nichts sehen. Weil manchmal wusste ich nicht, was leer war und was leer geworden ist, wenn mehrere Sachen weg waren. Und dann musste ich erst wieder alles abgleichen, was ich überhaupt... Oder ich muss es, wie gesagt, auswendig lernen, aber das ist mir, irgendwann ist mir das so viel, ne? Brezel ist gleich weg, aber Brezel habe ich jetzt keine nachgeordert. Das lassen wir dann ausgehen. Hühnchenbrust ist schon fast soweit. Aubergine, also Hühnchen und Aubergine kann ich schon bald bereitstellen. So, beides weg. Ist Zitrone natürlich auch heiß, ne? Finde ich natürlich nicht so lecker. Ja, aber immerhin nachgefüllt, ne? Die Hühnchenbrust. Komm schon, komm schon. Kuchen ist auch leer. Das ist immer noch eine Rennerei ohne Ende, obwohl ich jetzt schon gut vorbereitet bin. Halt. Da. So, die ist wieder verfügbar. Kuchen noch schnell hole. Für den guten Nachtisch, ne? Muss ja sein. Tomatensuppe ist auch leer. Ah, ja. Weg, weg, weg. Ey, was ist dann? Hallo?
denn hier passiert, ey? Was, Teller weg da. Nur die Suppe fehlt im Moment, ne? Sehr gut. Hallo, Suppe. Ist sie jetzt heiß oder nicht? Ihm das hat aber nicht geklappt. Die Hitze null. Ach, das ist doch nicht so fassen. Ey, was? Ihr habt's alle gesehen. Im Back, also gerade eben war es so irgendwie ganz komisch, irgendwie. Oh, Mann. Wenn man sich bemüht bei so einem Game. Guck mal, es ist frühe Nachmittag noch. Und man hat fast alles zweimal verkauft. Die Leberspieße gehen nicht so gut weg, aber da wäre noch ein Teller da. Ja, noch eine, dann können wir den eh warm machen. Komm, stellen wir ihn schon mal bereit. Vielleicht kommen wir noch dazu. Da hätten wir alles doppelt gemacht, außer die. Oh, die Lammertschuhen. Hatte mehr Lammertschuhen dabei? Die Lammertschuhen ist weg, oder? Ja. Dann hätten wir wirklich alles doppelt gemacht. Wenn das nicht Gewinn heute gibt. Ach man, dass man das nicht sieht, ey. Das war die Leberspieße, okay. Nice. Die braucht noch ein bisschen. Zwei Stück kommen gleich nach. Aber dann bin ich ausgelaugt, dann bin ich am Ende, dann bin ich platt. Ja, das war relativ gut. Braucht noch einen Augenblick. Extra leckere Lammertschon hier, ganz frisch. Himbeerkuchen nochmal, okay. Gleich wieder Nachstelle, ne? So, was jetzt leer ist, leer. Kannst du mir ändern. Himbeerkuchen wird doch geholt, ja, sehr gut. Und wenn das jetzt leer wird zu Ende, das ist gar nicht schlimm, dann ist es weg und nichts wegwerfe, das ist wichtig. Guckt mal aufs Geld, ich sehe schon, oh, 62.000 bis jetzt. 44.000 haben wir angefangen heute. Aber dann haben wir einen Plan. Also doppelt. Boah, das ist aber echt viel Arbeit, ey. Aber ich muss es machen. Doppelt vorbereiten ist extrem wichtig irgendwie. Was machst du da? So. Mädels sitzen noch draußen im Dunkeln. Warum spülen die nicht? Achso, das ist voll. Also, ey, die machen gar nichts. Jetzt muss die erstmal spülen.
Weil deswegen räumt er nicht ab, weil das Ding hier voll ist. Das ist natürlich der Nachteil dabei jetzt, ne? Tische sind alle leer da draußen, okay. Okay. Das ist verschmerzbar, ein Stück noch. Das ist okay. Ach, das habe ich ja auch hier so einen Dreckteller in der Hand. Namatschun, ja gut. Die Hälfte davon können wir jetzt eigentlich wegwerfen nochmal. Leberspieße. Tja, auch die Hälfte nochmal, wo man nachgemacht habe. Aber das, also das einmal nachmachen lohnt sich und selbst dann kann man noch ein Ohr, mein lieber Mann, ey. Aber ein drittes Mal mache ich das nicht. Aubergine-Kebab ist zweimal fast ausverkauft. Sehr gut. Ich glaube, die spült das da drin jetzt gar nicht mehr, was da drin jetzt liegt. Oder doch? Ich habe fast das Gefühl, die Teller werden immer mehr. Hähnchenbrust ist auch fast zweimal leer geworden heute. Ja, das war's. Das muss noch eingeräumt werden. Was ist denn mit dem Schrank da los? Das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist ganz komisch. Ich liegen die Teller alle da drin. Da liegt auch noch eine. Meine Güte. Also, gut, wenn ich das Personal ganz rausschmeiße, könnte ich viel Geld sparen. Aber dann bin ich hier noch mehr am Rennen natürlich, ne? Das ist halt der Nachteil dabei. Ich glaube, die im. Ja, die, wo im Waschbecken drin liegen, die ignoriert die jetzt. Ich muss die nochmal hier rausholen. So trickst du sie aus jetzt. Haha. Und das wird noch schön fertig gespielt, meine Fräulein. Vorher kein Feierabend. 68.200. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja 24.000 heute. Mal gucken. Ich habe ihn natürlich schon wieder eingekauft. Nach dem Abzug noch. Also das mit dem Doppelvorbeute ist verdammt viel Arbeit, aber ich glaube, das mache ich jetzt immer so. So, wie sieht's denn aus, Madame? Da geht nichts mehr drin. Sag mal, haben wir noch mehr Geschirr jetzt, oder was? Hä? Konnten wir die eigentlich upgraden? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss ich gerade mal gucken. Wie war dann das? Besonderes? Nee. Guck mal, ein Ei, die ich alle weggeworfen habe. 650. Weil hätte die nicht wenigstens verkaufen können. Das gibt's doch nicht, ey. Guck mal, Spielplatz Schaukel da draußen. Dekorationen für draußen, das ist auch ganz nice. Was wollte ich dann jetzt? Stationen. Das sind Schränke. Einrichtungen, da, Schränke, hier. Das sind aber keine Tellerschränke. Oh, wo ist denn das jetzt? War da nicht was? Ich kann die doch upgraden irgendwie. Rausnehmen? Ne, will ich nicht. Schließen? Will ich was? Schließen. Hm? Hilfe, da war doch irgendwas. Lagerung.
ich konnte doch gegen Geld die Stückzahl erhöhen. Da war doch mal was gewesen. Weil das ist ja auch seltsam, 25 schon 20, ne? Service-Schalter. Achievements. Da haben wir noch was gewonnen jetzt, ja. Das ist alles nicht so hole ohne, ne. Oh Mann, was war denn das bloß? Das ist alles, die Perks sind alle voll ausgebaut. Peter und den Feuer, der taucht nichts. Woran sehe ich das denn eigentlich, dass die, gut, die sind teurer, aber dass die besser sind? Nimm mal die blauhaarig. Feuern. Boah, 1000 täglich. Ja, das dauert noch. Die Choros können wir noch gar nicht herstellen. Da müssen wir erst noch ein bisschen aufleveln, bevor wir da wieder weiter einladen können. Das dauert noch ein bisschen. Speisekarte Online-Shop. Hilfe, was war dann? Mensch, und Skinette, war doch was mit den Schränken irgendwie. Bewegen, verkaufen, einlagern. Nee, ist alles nix. So, was wir noch auf dem Teller haben. Null mal. Ja, was ist da drin? Muss ich die auffüllen? Hier, du fehlt echt ein bisschen Kontext in dem Ganzen. Guck mal, der Schrank, der war da auf. Am Anfang voll zumindest. Aber kann da mal irgendjemand mal erklären, wie das gehen soll? Einlagern. So, jetzt gehe ich mal auslagern bitte. Inventar. Ob er jetzt automatisch voll ist oder was? Place. Was war das? Moment nochmal. Bedeutet das Verkauf? Ne, geht gar nichts mehr. Place. Ne, bleibt leer. Da ist auch nichts drin, ja? Oder keine Ahnung, man sieht es nicht. Zumindest beim ersten Mal, wie ich ihn hingestellt habe, war er ja voller Flasche. Aber es fehlt mir irgendwie Außenbereich, Stände. Stände, Moment, Stände. Ja, Farbe, toll. Ne, da ist überall alles gefüllt gewesen. Wie macht mir den dann wieder voll? Ich meine, logischerweise muss ich viel Geld bezahlen, das macht ja auch Sinn. Irgendwie haben die dann noch ein Problem in dem Game, ne, würde ich sagen. Kann ja nicht wahr sein. Also, mein lieber Mann, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke. Ja, knapp 45 Minuten, dreiviertel Stunde dauert jetzt die Folge und jetzt haben wir alles doppelt hergestellt. Gut, zwei Gerichte weniger, aber jetzt war ich irgendwie flotte dabei. Also man muss schon ein bisschen Gas geben, dass man das alles im vernünftigen Verhältnis dann alles herstellt. Bleibt nur noch die Frage, wie mache ich die Getränke automatisch voll oder sind die morgen früh automatisch voll? Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen, muss ich unbedingt beim nächsten Mal dran denken. So gucke. Ne? Und gab halt alles ganz nice. Ne? 68.000, also wir denken, halt, stopp. So. Es kostet uns das Personal ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass ich aber ein bisschen schneller arbeite jetzt. Weil ich glaube, das ist auch mutmaßlich mit daran beteiligt, wie erfolgreich mir daran weiter vorangehe. Nach so einem langen Tag haben wir uns erst einen Schlaf verdient, eine Mütze voll. Guck mal, wo die Punkte aussehen. Okay. Einnahmen 26.700. Ja, guck mal, fast nichts ausgegeben.
CVT Grisch 49, automatische Einnahmen über die Automate, also da ist was drin zumindest gewesen, ne? Aber gut, sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Ne? Und so, genau so machen wir weiter. Ja, vielen Dank, liebe YouTube-Gemeinde, Zuschauer und Abonnenten fürs Zuschauen. Bitte lasst auch ein Like da und wenn noch nicht gemacht, auch ein Abo. Wir haben noch so einiges vor. Schneller erfahrt ihr es über Discord, also schaut dort einfach mal nach. Wir sehen und riechen uns bald wieder hier auf dem Kanal bei meinem Zwirbelring TV. Also, ciao, ciao, ciao.